Hallo ihr Säfflinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Barbie Puppy Rescue. So, wir gehen jetzt direkt mal rein. Heute werden wir sehr wahrscheinlich unseren persönlichen Welpen bekommen. Wahrscheinlich werde ich dafür tatsächlich Siri nehmen, weil die meisten für Siri waren, auch wenn einige gesagt haben, nimm Yuki, Yuki ist schon länger da. Aber ich werde beide nicht weggeben. Ich werde auch Pongo nicht weggeben. Definitiv nicht. Na Siri? Na. Das sind so meine drei Schatzis. So, Spot müssen wir jetzt zur Pflege bringen. Spot hat ja sowieso auch schon ein Härchen. Super, Chatsy. Der Welpe braucht die Pflege. Oh. Keine Angst. Oh, wir müssen ja die Zähnchen putzen. Yeah. Jetzt kommt ja die gute Laune-Musik. Dedim. Zeit zum Zähneputzen, Hündchen. Dieses Bild. Priceless. Lasst es auf euch wirken. Dann komm, wir machen weiter, Spot. Das ist bestimmt nicht angenehm für dich. Zumindest Hani und Nani machen beim Zähneputzen immer... Ja, ich weiß es nicht. Sie zeigen einem auf jeden Fall, dass sie es nicht mögen. Wir haben da so Hütchen, so Hütchenzahnbürsten, die man sich quasi über den Finger, über die Fingerspitze ziehen kann. Und dann kann man so losputzen. Aber das mögen sie nicht unbedingt so gerne. Deswegen meistens haben wir da irgendwie so Rinderhaut, wo sie drauf rumkauen können. Das reinigt auch. So, ja, Spot ist bereit, nach Hause zu gehen. Ich habe gute Nachrichten. Wir haben ihren Welpen gefunden. Ah, Spot, du kannst ja nach Hause, kleiner Schatz. Fantastisch. Du hast deinen Abschluss im Welpentraining. Ah, kleiner Entdecker. Meine kleine Freundin wird ausgiebig gekrault. Danke, Familie Roberts. Ihr seid toll. Ah. Ja, wieder 100 Knochen. Ja, und damit haben wir jetzt unsere persönliche Hunderte freigeschaltet. Waff. Ja, waff. Waff, waff. Ja, persönliche Welpenhütte. Fügt dem Tierheim eine spezielle Hundehütte hinzu, sodass Barbie ihr eigenes Hündchen adoptieren kann. Das machen wir jetzt. Jawohl. Verlorene Hündchen in der Stadt suchen. Können wir keinen übernehmen? Waff. Ich weiß es nicht. Ich würde gerne... Kann ich nicht, warte mal. Siri muss auf jeden Fall noch trainieren, das machen wir jetzt erstmal. Ah, oh, der Hund, der da jetzt gerade hockt, den haben wir auch noch nicht gefunden. Okay, der Welpe ist untersucht und will viel lernen. Ich möchte gerne Siri behalten, wie kann ich das machen? Mach dich bereit fürs Training. Ah, sie soll tot spielen, okay. Das kann Siri bestimmt. Sich totstellen ist ein toller Trick. Ah, sehr schön, wie die Zunge zur Seite rausschlappt. Und ein Belohnungsknochen. Einmal streicheln für jede gelungene Aufgabe. Ah, wie aufmerksam sie schaut. Ich stell die Flauscheöhrchen so auf. Und zack, da ist die Zunge wieder draußen. Du kannst dich etwas zu gut totstellen. Was erwartest du? Das ist ein Border Collie, die können genau alles. Genau so. Mach es nochmal. Oh, das ist so süß, wie die Öhrchen fliegen. Ihr müsst gleich mal darauf achten, wie die Öhrchen hochfliegen. Wenn Chelsea... Du musst noch etwas stillhalten, Hündchen. Nicht Chelsea, wenn Stacy Siri den Knochen zuwirft. Jetzt gleich. Du hörst und flupp. Gut zu, Hündchen. Das ist so süß. Okay, noch ein letztes Mal, dann hat sie totstellen gelernt. Sich totstellen ist ein toller Trick. Ja. Ich weiß es nicht, ob wir jetzt noch zwei Hunde suchen müssten, um... halt aufzufüllen. Herzlichen Glückwunsch. Du bist ausgebildet. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Kann natürlich auch sein. Komm, wir gucken mal, was bei Yuki passiert, wenn wir sie zur Adoption... Barbies Hundehütte ist leer. Soll sie Yuki selbst adoptieren? Aha, genau. Schauen genau. Wir mal. Das war das, was ich wollte. Das heißt, wir müssen das mit Siri machen. Wann können wir Siri pflegen? Siri können wir in 3 Minuten 40 Sekunden pflegen. Was machen wir dann so lange? Noch haben wir noch einen anderen Hund, mit dem wir trainieren könnten? Komm, wir haben doch hier hinten, wir haben doch noch Anton, haben wir noch. Und Luke haben wir noch. Ja. So, wir trainieren mal mit Luke eine Runde noch. Dann machen wir das jetzt noch so lange, bis ja, wir mit Siri weitermachen können. Und ist bereit für das Training. Ah, was müssen wir heute machen? Was heißt heute? Was müssen du wir jetzt machen? Viel lernen. Wieder tot spielen. Ja, Mensch. Warum müssen sich alle unsere Hunde totstellen können? Du musst noch etwas stillhalten, Hündchen. Ach, das macht er doch gut. Siri hat das nicht viel besser gemacht. Du
Du hast den Dreh raus. Na bitte. Gutes Hündchen. So, und direkt nochmal. So. Jawohl. Du musst noch etwas stillhalten, Hündchen. Ach, jetzt sei nicht so streng mit ihm. Er kann das doch. Du hörst gut zu, Hündchen. Ja. Und direkt nochmal totstellen. Und schlapp, da liegt er. Sich totstellen muss man gut üben. Mm. Die Augen dürfen nicht zucken, die Atmung muss aussitzen. Dreh raus, gutes Hündchen. Ja, ich stelle mir es tatsächlich recht schwierig vor, selber eine Leiche zu spielen. Weil du darfst ja überhaupt nicht. Und darfst ja nicht irgendwie zucken oder sowas. Totstellen. Ja, wunderbar. Und direkt nochmal. Du hörst gut zu, Hündchen. Jawohl. Das ist für dich, Kleiner. Ja. Und sehr gut gemacht. Na klar, das ist gut gemacht. So, wir könnten mit Anton könnten wir auch direkt noch trainieren und dann dürfte Siri auch soweit sein, dass wir sie zur Pflege bringen können, zu Chelsea. Ich bin fertig. Du bist dran, Stacy. Was müssen wir mit Anton machen? Mit Anton müssen wir... Wir brauchen ja, Agility. Das Agility-Training finde ich immer besonders cool. Ich mag das. Dieses Hechelgeräusch. Gut gemacht. Das ist ein schwieriger Parcours. Ach, Anton packt das. Anton ist Profi. Hochspringen. Man lernt am besten Schritt für Schritt. Na. Ah. Kleines Tapsetier. Raus und wieder rein. Schlaues Hündchen. Und jawohl, guck mal hier. Nein, das war falsch. Das nächste Mal schaffst du es. Ich habe mich aus Versehen verdrückt. Duck dich. Aber es ist so süß, wie sie sich zur Seite rollen. Wenn man was Falsches drückt. Allein dafür lohnt es sich ja schon. Hurra! Du bist Klassenbester. Du bist Klassenbester. So, wie sieht's denn aus mit Siri? Hallo, Yuki. So, Siri, wie lange brauchst du denn noch? 48 Sekunden noch. Mensch, wir waren zu schnell. Wir waren ganz eindeutig zu schnell. Ja, ist ja gut, Yuki. Was ist eigentlich mit Pongo? Was müssen wir denn Pongo als nächstes machen? Pongo ist auch bereit, nach Hause zu gehen. Ja, ich möchte aber Pongo nicht abgeben. Siri wird unser spezieller Hund. Und wie gesagt, Pongo und Yuki bleiben trotzdem definitiv hier. Da ist nichts dran zu rütteln. Das sind meine absoluten Schatziputzis. Ach, wie süß sie da in ihrer Hütte hockt. Du kriegst eine Hütten-Upgrade-Socke. Kleine Maus. Senk gleich die Nanny, ich spreche sie an. So, komm, wir zählen runter. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und Pflege. So. Was Super, steht denn an? Der Welpe braucht die Pflege. Aha, Siri. Siehst wie neu aus, Hündchen. Okay, wir müssen... Wir müssen jetzt haben wir gekleckert. Es sieht so eklig aus, der Shampoo. Zeit zum Abduschen, Kleine. Jetzt wird geduscht. Jetzt riechst du gut. Trocknen wir dich mal ab. So, ja. Gefällt dir das? Noch ein bisschen. Dein Fell ist noch feucht. So. Wird Zeit, dass wir dein Fell gründlich bürsten. Na klar, das machen wir doch. Jawohl. Und noch ein letztes Mal. Ja, so, jetzt geht's. Wow, du siehst gut aus. Ah, Siri sah auch schon vorher gut aus. So. Ja, wir wollen Siri selber adoptieren. Siri hat ein neues Zuhause im Tierheim. Du kannst den Welpen in Barbies Hundehütte finden. Yay! Was kriegt sie da rein? Ich will, dass sie was ganz Tolles reinbekommen. Wir haben noch ein bisschen Geld über. Das hier wäre cool. Was können wir hier... Oh Gott, ist das rosa. So, das hier vielleicht noch. Und das hier. Mich an dein Lieblingsspielzeug erinnert. Jawohl, können wir uns leisten. So, jetzt hat Siri hier die Deluxe-Hütte. Was können wir jetzt mit Siri noch machen? Ah, okay, wir können jetzt Siri auch nur noch zur Adoption freigeben, beziehungsweise mit ihr spielen. Ansonsten können wir hier jetzt nichts Spezielles mehr mit Siri machen. Ja, ihr Lieben.
Wir sind jetzt bei unserer Aufnahmedauer circa angekommen und haben damit auch das ja von mir erklärte Ziel erreicht. Das Spiel an sich ist ja prinzipiell endlos. Aber ich dachte mir, es ist ein ganz schöner Punkt, wenn wir dann sagen, okay, wir haben jetzt unseren eigenen Hund adoptiert, wir haben unsere eigene Hundehütte, wir haben unseren eigenen Welpen und unser eigener Welpe hat so ein bisschen die Special-Sachen vor der Hütte liegen. Von daher war das jetzt heute tatsächlich die letzte Folge, ihr Lieben. Wie lang ging das denn jetzt? 16 Folgen lang? Ich glaube, 16 Folgen lang ging's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ja wirklich ein total spontanes Projekt. Ich hatte es ja am Anfang erzählt. Ich hatte es ja bei Gronkh gesehen, der das mal so ein bisschen auf Spaß gemacht hat und fand so süß, dass ich gesagt habe, okay, das muss ich euch unbedingt zeigen. Daraus ist es überhaupt erst entstanden. Ich bedanke mich dafür, dass ihr so ja, wirklich zahlreich zugeschaut habt und immer so viel Anteilnahme gezeigt habt, wenn ich meinen Hund vermitteln musste und ich dann wieder so traurig war. Aber jetzt, alle die wir jetzt haben, die bleiben jetzt auch bei uns. Das heißt, Siri natürlich, Yuki, Pongo, Anton und Luke, sie bleiben alle bei uns und können hier noch weiter mit uns Party machen. Ja, ihr Lieben, ich verabschiede mich dann aus dem Barbie Puppy Rescue Let's Play. Ich hatte ja noch ein anderes Projekt angedacht, eigentlich für nächste Woche. Ich muss jetzt mal schauen, ob ich das eventuell ab morgen schon reinnehme, weil ich habe ja sonst kaum noch Videos tatsächlich. Das wäre ja schlimm, dann wäre ich ja nicht ausgelastet. Also, Lieben, lasst euch einfach mal überraschen. Ich bedanke mich ganz, 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 ganz herzlich dafür, dass ihr hier die Folgen mitverfolgt habt. Und wir sehen uns wieder in einem anderen Let's Play. Und damit macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!